Es ist etwas Unglaubliches passiert. Etwas völlig Unerwartetes. Manche spekulieren schon auf den Weltuntergang, denn Electronic Arts hat ein kostenloses Inhaltsupdate für die Sims 4 veröffentlicht. Electronic Arts. Kostenlos. Ohne was zu bezahlen. Wirklich. Ist kein Haken dran, es ist kostenlos. Also, das ist natürlich an sich schon mal eine ganz geile Nummer, finde ich persönlich. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und natürlich auch so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für all die Leute, die von Anfang an gesagt haben, ey, die Sims 4 ist als Hauptspiel viel zu inhaltsarm und das wird doch bestimmt alles für teuer Geld nachgereicht. Also im Sinne von DLCs, die man bezahlen muss und riesigen Add-ons. Wir brauchen nicht diskutieren, dass für die Sims 4 auch bezahlbare Add-ons kommen werden. Aber erstmal kann man sich doch darüber freuen, dass Electronic Arts zumindest in irgendeiner Art und Weise auf die ganze Kritik reagiert hat und jetzt kostenlose Updates raushaut. Und zwar wirklich auch Updates, in denen was drin ist. Nicht einfach nur irgendwelche Bugfixes und Performance-Verbesserungen, sondern in diesem Update steckt richtig was drin. Und ich werde euch jetzt einfach mal so ein bisschen die offizielle Meldung auf thesims.com zusammenfassen, was denn in diesem Update so mit drin gelandet ist, denn ich habe es auch schon in etwa eine Stunde in meinem Let's Play gezockt. Das Update ist in etwa 220 MB groß, wird automatisch über Origin geladen, also ihr meldet euch nochmal an und dann wird dieser Patch da draufgezogen. Das ging auch zumindest bei mir relativ schnell und dann habt ihr das Oktober-Update. Im Oktober-Update ist vor allem eine Sache enthalten, die groß ist. Und zwar Geister, unglaublich gruselige Geister. Naja, also Albträume wird man von den Dingern nicht bekommen. Jedenfalls ist es jetzt so, wenn einer eurer Sims stirbt, egal durch welche Art und Weise, dann taucht da sein Grabstein auf und neben dem Grabstein der Geist des Sims. Also er stirbt eigentlich nicht komplett, sondern er wird zu einem Geist. Und diesen Geist, den könnt ihr auch spielen, indem ihr dann diesen Geist in euren Haushalt einladet. Dadurch ist es nicht einfach nur irgendein NPC, sondern ein spielbarer Sims. Die Geister haben allerdings so ein bisschen was an sich. Und zwar zum einen haben die spezielle neue Verhaltensweisen, die darauf basieren, wie sie gestorben sind. Zum Beispiel, wenn der Sim von der Cowplant, also der Kuhpflanze, gefressen wurde, habe ich gelesen, dann ist es so, dass der Geist besonders pflanzenlieb sein sollte, also so eine Affinität gegenüber Pflanzen hat. Und was ich persönlich grafisch am coolsten finde, man kann diese Geister sehr leicht lesen. Also wenn sie wütend sind, dann sind sie komplett rot, wenn sie glücklich sind, dann sind sie richtig knallgrün und wenn sie einfach nur neutral drauf sind, dann sehen sie aus wie so ein ganz normaler Geist, also durchsichtig in einem Weiß. Und das ist eine ganz coole Nummer, die einfach die Geister grafisch ganz cool vom restlichen Spiel abheben und auch ansonsten ist es ganz lustig, was man mit ihnen so machen kann. Sie können zum Beispiel einfach Objekte besessen machen, also sich in so einen Fernseher reinversetzen, der dann ein bisschen hart durch die Gegend wackelt. All das ist möglich und bietet also somit nicht einfach nur irgendwie grafisch eine Abwechslung, sondern in etwa eine komplett neue Klasse der Sims. Aber ansonsten können sie auch alles andere machen, was normaler Sims macht. Sie können Karrieren machen, man kann romantisch mit ihnen rumtörteln und sonst was. Es ist einfach ein Geist, also ein Geist, der in der realen Welt rumläuft, aber man kann auch auf gewisse Art und Weise diese Sims dann wieder ins Leben zurückrufen, also den Geist wieder zu einem festen Persönchen machen, wenn man das möchte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie auch wieder zum Leben erwecken, stand in der wundervollen Meldung drin. Das ist also das größte Update. Ein großes Update, was auch noch mit drin sein soll, sind Zwerge. Allerdings habe ich davon noch gar nichts gesehen. Also es steht nur in der Meldung mit drin, jedes Update bietet tolle Inhalte und einige Überraschungen. Ihr dachtet bisher, dass Zwerge nur in Gärten leben? Dann habt ihr definitiv noch nicht genug die Sims 4 gespielt. Also irgendwo gibt es jetzt anscheinend auch Zwerge. Ist halt so ein bisschen so ein Halloween-mäßiges Update, was auch dadurch ausgedrückt wird, dass es jetzt Star Wars Kostüme gibt. Ja, Star Wars Kostüme. Immer wenn ich Star Wars sage, dann freut sich einfach mein ganzer Körper und dadurch ist der Sprachfluss einfach weg. Es gibt Star Wars Kostüme. Man kann jetzt zum Beispiel als Yoda oder als Darth Vader rumlaufen. Das ist so eines der etwas kleineren Sachen, die mit drin sind. Und jetzt bin ich gerade an mein Mikrofon gekommen. Entschuldigung, Mensch, ist das eine professionelle News hier. Und es gibt auch neue Augenfarben. Das ist doch der Hammer. So, also es gibt auch ein paar kleinere Sachen, die mit drin sind, die eigentlich fast für einen kleineren Patch schon ausreichen würden, aber das Coolste an der Sache, es gibt Geister. Und über die Geister freue ich mich persönlich, das ist sicherlich ein nettes Ding und ihr könnt mir da auch mal gerne eure Meinung zu in die Kommentare schreiben, aber ich denke nicht, dass irgendjemand jetzt kostenlose Updates sonderlich schlecht finden wird. Ich kann mir auch gar nicht denken, warum man das schlecht finden sollte. Kurz noch so ein kleiner Ausblick, was im November und Dezember kommen wird, also das Paket. Im November wird endlich die lang ersehnten Pools beinhalten. Das heißt, ab dann kann man seine Sims endlich wieder baden lassen. Gerade im November, wenn es kalt wird, ist dann schön, dann wird der Pipi-Mann ganz klein. Jedenfalls im November werden die Pools wieder dazukommen und im Dezember gibt es neue Karrierepfade und Belohnungen. Das ist ja bisher auch noch so ein bisschen rar gesät. Ich glaube, ungefähr 8 oder 10 Karrierepfade gibt es aktuell in die Sims 4 und das ist schon ein bisschen wenig. Also das ist auch cool, dass da was dazukommt. Das ist erstmal so grob zusammengefasst, das Update, was jetzt im Oktober kam und was im November
November und im Dezember kommen wird. Ich finde es eine ganz coole Nummer und wer das Update in Action erleben möchte, der kann sich die neuesten Folgen meines Sims 4 Let's Plays reinziehen. Da habe ich mich zumindest mit den Geistern mal so ein bisschen beschäftigt und hatte auch so meine Probleme damit. Also ich will nicht allzu viel verraten, aber es hat bei mir jetzt noch nicht 1A funktioniert und ich bin dann eher über einen Umweg an meinen eigenen Geist gekommen. Aber wenn euch das interessiert, könnt ihr euch gerne einfach die Folgen anschauen. Das war's jetzt erstmal mit dieser unglaublich freshen Breaking Sims 4 News, die auf unglaublich unprofessionelle Art und Weise von mir vorgetragen wurde. Ich bin Kedos, das hier ist mein Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüsschen.